Ein Krankenhaus mitten in Norddeutschland, das schwerstkranke Kinder ablehnt, nicht aufnimmt, weil das Pflegepersonal fehlt. Diese Aussage hat vor 2 Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Ein Oberarzt aus Hannover hat Folgendes gesagt. Wir haben in diesem Jahr schon fast 300 Patienten absagen müssen, die hierher kommen sollten. Das sind ja fast alles schwer lebensbedrohlich erkrankte Kinder. Mit den Folgen natürlich, dass die dann nicht nach unseren Möglichkeiten behandelt werden können und unter Umständen auch sterben. Ja, war das eine Ausnahme, ein dramatischer Einzelfall? Das wollten wir genauer wissen. Unsere Reporter haben Unmengen von Daten der vergangenen Wochen ausgewertet. Das erschütternde Ergebnis: Hannover ist überall. Es gibt erhebliche Engpässe im ganzen Norden. Intensivstationen sind permanent unterbesetzt. Zahlreiche Vollzeitkräfte fehlen hier zurzeit. Die Klinik sucht händeringend nach Kinderintensivpflegern. Aber der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Die Auswirkungen zeigt uns Professor Kramer. Ja, hier haben wir Zimmer, die wir nicht nutzen können. Wegen des Pflegenotstandes müssen die Betten hier leer bleiben. Sie sind dauerhaft gesperrt. 4 Kinder könnten allein in diesem Raum versorgt werden, wie noch vor einigen Jahren. Ja, wir gehen jetzt in einen Raum, der ebenfalls unbenutzt ist, wo Sie Wärmebetten sehen, Perfusoren, Kleinkinderbetten. Und das Pflegepersonalproblem macht daraus eine Abstellkammer. Und das nicht nur in Kiel. Professor Kramer hat kürzlich eine Umfrage unter seinen Kollegen gemacht, an den 10 Kinderherzzentren in Deutschland. Ein Drittel aller Intensivbetten müssen leer bleiben. Die deutlichste Warnung kommt heute von einem hannoverschen Intensivmediziner für Kinder. Es werden Kinder mit Beatmungsunterstützungssystemen in kleinen Kinderkliniken auf den Normalstationen im Moment behandelt, die eigentlich auf eine Intensivstation müssten. Und die Situation ist so prekär, dass man wirklich sagen muss, Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können. Und das ist eine Aussage, die auch nicht zu widerlegen ist. Auch die Gesundheitsministerin stellt fest: Es ist eine ausgesprochen ernste Lage und die Kinderkrankenhäuser sind stark belastet. Es kommt in dieser Situation leider immer wieder vor, dass ein anderes Krankenhaus aushelfen muss, weil die nächstgelegene Klinik ausgelastet ist. Kinderkliniken fordern mehr Geld. Das hat nicht nur was mit der RSV-Welle zu tun. Die Kindermedizin ist prinzipiell unterfinanziert, gerade die spezialisierte Kindermedizin, auch die ambulante Kindermedizin. Da fehlt es einfach an Geld von politischer Seite, von Bundesebene, von Landesebene. Und das ist jetzt wieder ein Zeichen, warum gerade die Kindermedizin es verdient hat, bessere Finanzierungsmöglichkeiten zu bekommen.